Willkommen im Hilleberg Helax, einem geräumigen, leichten Drei-Jahreszeiten-Tunnelzelt mit zwei Eingängen und zwei Apsiden. Erhältlich für zwei oder drei Personen bietet das Helax, wie alle Hilleberg-Zelte, miteinander gekoppelte Innen- und Außenzelte, die jedoch entweder gleichzeitig oder getrennt aufgebaut werden können. Das Helax bietet durch die bogenförmigen Auspaarungen an den Außenzeltwänden beste Belüftung und die vollständig aus Mesh bestehenden Innenzelttüren sorgen für konstanten Luftstrom. Zum Lieferumfang des Helax gehört der Zeltsack, das Zelt mit montierten Abspannleinen und Leinenspannern, der Gestängesack, drei Gestängebögen, ein Ersatzgestängesegment mit Reparaturhülse, eine Heringtasche mit 16 Heringen und eine Aufbauanleitung. Als weiteres Zubehör sind erhältlich Stangenhalter zum separaten Aufstellen des Innenzelts, eine Zeltunterlage für den Innenzeltbereich, ein Mesh-Innenzelt, Tarps und Wanderstöcke, sowie zusätzliche Heringe, Abspannleinen, Leinenspanner und reflektierende Zeltleinen. In diesem Video erfährst du alles, was du zum Aufstellen des Helax wissen musst. Wir empfehlen dir, die dem Zelt beiliegende Gebrauchsanweisung sorgfältig durchzulesen und den Aufbau sowie die Handhabung des Zelts vor deiner ersten Tour zu üben. Aufbau des Helax. Suche eine ebene Stelle, die frei von Steinen und anderen scharfen Gegenständen ist, und lege das Zelt aus. Wenn es windig ist, ist es eine gute Idee, eine Abspannleine zu fixieren, damit das Zelt nicht weggeweht wird. Stecke die Gestängebögen zusammen und beachte, dass die Stangen unterschiedliche Längen haben. Es gibt zwei kürzere und eine längere. Die längere Stange, die in den mittleren Gestängekanal des Zeltes gehört, ist mit rotem Klebeband markiert, das zum roten Gurtbandstreifen an dem mittleren Stangenkanal gehört. Für eine maximale Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit des Zeltgestänges ist es wichtig, dass du sorgfältig mit ihm umgehst. Achte darauf, dass jedes Segment richtig sitzt, damit die Segmente beim Aufstellen des Zelts nicht auseinanderrutschen. Bereits ein kleiner Spalt kann zum Gestängebruch führen. Stecke eine der kürzeren, nicht markierten Stangen etwa zur Hälfte in einen der Gestängekanäle an einem der Zeltenden. Halte die Zeltstange und ziehe den Gestängekanal darüber, bis das Stangenende fest im geschlossenen Ende des Gestängekanals sitzt. Halte den Gestängekanal fest, schiebe das Gestänge vollständig in den Kanal, um es zu krümmen, und stecke das Ende der Zeltstange in den Gestängebecher. Ziehe den Stangenhalter fest und achte darauf, dass dieser vollständig gespannt ist. Wiederhole diesen Vorgang mit den anderen beiden Stangen, wobei die längere mit rotem Klebeband markierte Stange in den mittleren mit rotem Gurtband markierten Gestängekanal eingesetzt wird und die verbleibende kürzere Stange im Gestängekanal am anderen Ende des Zelts. Stelle die verstellbaren Heringschlaufen an den Ecken der Apsiden auf ihre längste Länge ein und fixiere ein Zeltende. Drücke die Heringe etwa in einem 45-Grad-Winkel in den Boden. Drücke oder klopfe sie gegebenenfalls mit einem Stein in den Boden, bis nur noch der Kopf des Herings zu sehen ist. Vermeide es, auf die Heringe zu treten, um sie in den Boden zu drücken. Dies kann sie verbiegen. Straffe das Zelt mit Hilfe der Heringsspanner an der gegenüberliegenden Apsis, vergewissere dich, dass es gerade steht und befestige das Ende mit Heringen. Ziehe alle vier Heringsspanner an, um das Zelt zu straffen. Lediglich mit diesen vier Heringen sollte es perfekt aufgebaut sein und eine schöne gespannte Dachlinie haben. Das Zelt ist nun vollständig aufgebaut und einsatzbereit. Wir empfehlen jedoch, die Zeltseiten und alle Abspannleinen abzuspannen, da sich die Wetterbedingungen unerwartet ändern können. Abspannleinen funktionieren am besten,
wenn sie in maximaler Länge verwendet werden. Platziere die Abspannleinen wie hier gezeigt, um die größte Standfestigkeit und beste Stabilität zu gewährleisten. Ziehe die Abspannleinen nicht so fest an, dass sie die Gestänge verformen. Andernfalls kann die Statik des Zeltes beeinträchtigt werden und es kann zum Gestängebruch kommen. Nachdem die Seiten und die Abspannleinen verankert sind, sollte noch einmal geprüft werden, ob die Heringe vollständig im Boden stecken und ob die Gestänge, Heringspanner und Abspannleinen richtig justiert sind. Handhabung des Helags. Die beiden Helagsabsiden können weggerollt und an drei verschiedenen Punkten mit den angebrachten elastischen Schlaufen und Knebeln gesichert werden. Der rote Knebel an der Unterseite des Eingangsreißverschlusses zur Helagsapsis kann in den Reißverschlussverschieber gesteckt werden, um den Reißverschluss bei stürmischen Bedingungen zu arretieren. Für den normalen Gebrauch wird der Eingang eingerollt und mit der ersten elastischen Schlaufe und dem Knebel fixiert. Für eine bessere Belüftung löse den Heringspanner an der Ecke der Apsis und rolle die Tür bis zur zweiten Schlaufe und befestige sie mit dem Knebel. Für maximale Belüftung und beste Aussicht löse beide Heringspanner an den Ecken und rolle die ganze Apsis zur Seite. Befestige sie mit den beiden Knebelverschlüssen entlang des Gestängekanals. Bei den beiden letzten Varianten ist es am besten, die vorderen Abspannleinen so zu versetzen, dass sie sich fast in einer Linie mit der Wand des Zeltes befinden. Im Innenzelt können beide Türen zur Seite gerollt werden und mit der Gummischlaufe und dem Knebel befestigt werden. Achte darauf, dass die Türen nicht am Boden liegen und tritt nicht darauf, da Schmutz und Sand die Lebensdauer des Reißverschlusses verkürzen. Das Innenzelt hat zwei Taschen sowie eine Wäscheleine. Vermeide ein Überladen der Taschen oder der Wäscheleine, da dies das Innenzelt deformiert und die Funktion des Zelts beeinträchtigt. Tipps für die Verwendung des Helags unter sehr nassen Bedingungen. Wenn es stark regnet, können die Schlaufen und Knebel von Außen- und Innenzelt durch einen Griff unter das Außenzelt voneinander getrennt werden. Dies hilft, mehr trockene Fläche zu schaffen, um mit nasser Ausrüstung zu hantieren, bevor man ins Innenzelt geht. Um zu verhindern, dass Regen in den so geschaffenen Vorraum gelangt, öffne die Tür nur zur Hälfte und krieche dann hinein. Wenn es beim Abbau des Helags stark regnet, kann das Innenzelt vorher herausgenommen und separat im Rucksack verstaut werden. Dies geschieht natürlich bei geschlossenen Türen. In diesem Fall kann man das Außenzelt dann zuerst aufstellen und anschließend wieder das trockene Innenzelt einhängen. Separate Verwendung des Helags Außenzelts. Das Außenzelt allein bietet einen großzügigen Raum, in dem sich Leute aufhalten können. Trenne einfach das Innenzelt vom Außenzelt und stelle das Außenzelt so auf, wie wenn du das komplette Zelt aufbauen würdest. Man kann auch das komplette Zelt aufstellen und dann das Innenzelt herausnehmen, indem man an einer der innenliegenden Ecken beginnend die Knebel des Innenzelts von den Ringen des Außenzelts trennt. Planst du das Innenzelt wieder einzuhängen, kann einer der Knebel befestigt bleiben und das Innenzelt wird in die Ecke gepackt. Das erleichtert ein späteres Einhängen. Separate Verwendung des Helags Innenzelts. Allein aufgestellt bietet das Helax-Innenzelt einen ausgezeichneten und leichten Schutz vor Mücken bei warmem Wetter.
Um das Inzelt separat zu verwenden, wären 6 Stangenhalter separat erhältlich, die Stangen des Helax, 10 Heringe und 4 Abspannleinen von ca. 2 Metern Länge benötigt. Natürlich können die Abspannleinen des Zelts verwendet werden, aber wir empfehlen dennoch extra Leinen zu nutzen. Falls das Inzelt häufig allein verwendet werden soll, ist es eine gute Idee, extra Inzelt-Abspannleinen mit Leinenspannern zu verwenden. Trenne das Inzelt vom Außenzelt. Lege dann das Inzelt aus und verbinde die Stangenhalter mit den 6 Knebelverschlüssen entlang des Zeltbodens. Führe eine der kürzeren Stangen durch die elastischen Schlaufen beginnend an einem Ende des Inzelts und stecke das Stangenende in den Stangenhalter am gegenüberliegenden Ende. Halte den freien Stangenhalter fest, krümme den Gestängebogen und stecke das Gestängeende in die Halterung. Wiederhole diesen Vorgang mit dem längeren Bogen, der mit rotem Klebeband markiert ist, bei den elastischen Schlaufen in der Mitte des Zelts. Führe zum Schluss die verbleibende kürzere Stange am anderen Ende ein. Spanne die beiden Stangenhalterungen an einem Ende des Zeltes ab. Denke daran, die Heringe vollständig in einem Winkel von etwa 45 Grad zum Boden zu versenken. Ziehe das Zelt straff und spanne die beiden Stangenhalter am anderen Ende ab. Fixiere an einem Ende des Zelts auf beiden Seiten der Stange etwa auf 3/4 der Höhe eine Abspannleine, spanne sie dann in einem flachen Winkel ab und befestige sie. Wiederhole diesen Vorgang auf der gegenüberliegenden Zeltseite. Spanne die Abspannleinen je nach Bedarf entweder mit einem Leinenspanner oder einem justierbaren Knoten. Zuletzt werden die beiden Stangenhalter in der Mitte jeder Zeltseite fixiert. Verwendung des optionalen Kaitum Helax Mesh Inzelts. Das Kaitum Helax Mesh Inzelt kann allein oder anstelle des regulären Inzelts verwendet werden. Löse einfach das Standard-Inzelt vom Außenzelt und befestige das Mesh-Inzelt an dessen Platz. Bitte beachte, dass die Mesh-Inzelte etwa das gleiche Gewicht haben wie die Standard-Inzelte des entsprechenden Modells. Um das Mesh-Inzelt separat zu verwenden, werden 10 Heringe sowie das Gestänge für die entsprechende Größe des Kaitum Helax Mesh-Inzelts benötigt, das du hast. Mehr Informationen über spezifische Gestängelängen findest du auf unserer Website. Das Kaitum Helax Mesh Inzelt wird mit 6 Stangenhaltern und 4 verstellbaren Abspannleinen mit Leinenspannern geliefert. Der Aufbau des Mesh Inzelts erfolgt genauso wie beim separaten Aufbau des regulären Inzelts. Wenn du das gerade gesehen hast, kannst du, wenn du möchtest, vorspulen. Lege das Mesh-Inzelt aus und vergewissere dich, dass die Stangenhalter mit den 6 Knebelverschlüssen am umlaufenden Rand des Zeltbodens befestigt sind. Führe eine der kürzeren Stangen durch die elastischen Schlaufen, beginnend an einem Ende des Inzelts, und stecke das Stangenende in den Stangenhalter am gegenüberliegenden Ende. Halte den freien Stangenhalter fest, krümme den Gestängebogen und stecke das Gestängeende in die Halterung. Wiederhole diesen Vorgang mit dem längeren Bogen, der mit rotem Klebeband markiert ist, bei den elastischen Schlaufen in der Mitte des Zelts. Führe zum Schluss die verbleibende kürzere Stange am anderen Ende ein. Spanne die beiden Stangenhalterungen an einem Ende des Zelts ab. Denke daran, die Heringe vollständig in einem Winkel von etwa 45 Grad zum Boden zu versenken. Ziehe das Zelt straff und spanne die beiden Stangenhalter am anderen Ende ab. Fixiere an einem Ende des Zelts auf beiden Seiten der Stange etwa auf 3/4 der Höhe eine Abspannleine. Spanne sie dann in einem flachen Winkel ab und befestige sie. Wiederhole diesen Vorgang auf der gegenüberliegenden Zeltseite. Spanne die Abspannleinen je nach Bedarf entweder mit einem Leinenspanner
oder einem justierbaren Knoten. Zuletzt werden die beiden Stangenhalter in der Mitte jeder Zeltseite fixiert. Du kannst dein Helax Mesh Inselt mit einem Hilleberg Tarp 10 ergänzen. Diese Kombination ist eine hervorragende Lösung bei warmem Wetter. Das Mesh Inselt bietet einen luftigen Mückenschutz und das Tarp schützt vor Regen oder Sonne. Lege das Tarp 10 so über das Helax Mesh Inselt oder das reguläre Inselt, dass die längere Abmessung des Tarps parallel zu den Seiten des Mesh Inselts verläuft und zentriere es sowohl in der Länge als auch in der Breite. Achte darauf, dass das Tarp so platziert wird, dass die in das Tarp integrierte Tasche zum Boden zeigt. Mit Ausnahme der beiden Abspannleinen in der Mitte des kürzeren Seiten des Tarps, die über der Mitte der Türen des Mesh-Inselts positioniert sind, befestigst du alle Leinen, wobei du die Leinenspannung selbst ziemlich locker lässt. Stelle einen Wanderstock so ein, dass er etwas höher ist als die Höhe des Helax Mesh-Inselts. Stecke die Spitze des Stockes durch den Ring am Tarp, der sich vor einem der Eingänge des Zelts befindet, und ziehe dann die Abspannleine straff. Am einfachsten lässt sich die Abspannleine spannen, indem du die Schlaufe der Leine um die Spitze des Wanderstocks legst und dann den Leinenspanner stramm ziehst. Wiederhole den Vorgang mit einem weiteren Wanderstock am anderen Ende des Zelts. Ziehe die anderen Abspannleinen fest und justiere ihre Abspannpunkte nach Bedarf, um die gewünschte Form und Abdeckung zu erhalten. Verwendung der Helax-Zeltunterlage. Beachte bitte, dass die Helax-Zeltunterlage nur die Fläche des Innenzelts abdeckt. Am besten befestigst du die Unterlage an deinem Zelt, bevor du auf Tour gehst. Lege dein Zelt mit dem Boden nach oben aus und platziere die Zeltunterlage mit der Logo-Seite so, dass sie zum Zeltboden zeigt. Befestige die 6 roten Knebel um den Rand der Zeltunterlage an den entsprechenden Ringen, an denen das Innenzelt mit dem Boden des Helax-Außenzelts verbunden ist. Die Zeltunterlage kann beim Verpacken des Zelts befestigt bleiben. Abbau des Helax. Wiederhole beim Abbau des Zelts alle Schritte, die du zum Aufstellen ausgeführt hast, jedoch in umgekehrter Reihenfolge. Bei starkem Wind ist es ratsam, eine Abspannleine fixiert zu lassen, während du die Heringe und Stangen entfernst. Wir empfehlen, die Heringspanner und alle Abspannleinen auf die längste Position einzustellen, bevor du das Zelt abbaust und verpackst. Stelle sicher, dass alle Eingänge verschlossen sind. Somit ist es für den nächsten Aufbau bereits vorbereitet. Um die Gestängebogen zu entfernen, löst du den Gestängespanner und schiebst den Bogen vom anderen Ende her heraus, während du den Gestängekanal festhältst. Niemals darfst du den Bogen aus dem Gestängekanal herausziehen. Wiederhole den Vorgang mit den restlichen Bögen und stecke sie in den Gestängesack. Prüfe beim Zusammenlegen der Gestängebögen, ob diese bestätigt sind. Falls ja, ersetze den beschädigten Abschnitt durch das Reparatursegment. Versichere dich, dass du alle Heringe hast. Stecke diese in den Heringssack und diesen wiederum in den Gestängesack. Es gibt 2 Möglichkeiten, das Helax in seinen Packsack zu packen: stopfen oder falten und rollen. Wenn du dich entscheidest, dein Zelt zu stopfen, verstaue die Stangen und Heringe getrennt vom Zelt in deinem Rucksack. Stecke das Gestänge niemals seitlich in den Zeltsack. Wenn du dein Zelt falten und rollen möchtest, dann empfehlen wir dir, das Zelt so zu falten, dass der Boden nach außen zeigt. Rolle den Gestängesack im Zelt ein, bevor du das gesamte Bündel in den Packsack des Zelts steckst. Lagere niemals ein nasses Zelt. Hänge dein Zelt so bald wie möglich zum Trocknen auf. Wenn du den Platz hast, ist es ideal, wenn du die Gestänge einsetzt und nur das komplette Zelt aufhängst. Wenn du die optionale Zeltunterlage angebracht hast, achte darauf, dass du eine Ecke löst, damit der Zeltboden und die Zeltunterlage richtig trocknen. Reinige und trockne die Heringe und untersuche sie auf eventuelle Schäden.
Hab einen schönen Ausflug und genieße die Wildnis. Aber hinterlasse so wenig Spuren wie möglich. Belasse alles so, wie du es bei deinem nächsten Ausflug vorfinden möchtest. Besuche hilleberg.com, um unser gesamtes Sortiment kennenzulernen und um weitere Videos mit praktischen Tipps zur Verwendung deines Zeltes zu finden. Dort kannst du auch mehr über uns lesen, einschließlich unserer Geschichte, unserer Philosophie und wie wir unsere Zelte herstellen.